Der Wind Shilonomen. Im fernen Land Muroria, das weit ab von Jerusalem, ja sogar hinter dem großen Lebensbaum selbst liegt, dort lebte ein Wind. Shilonomen Ataria war sein Name, und schon lange wehte er dort. An manchen Tagen erwachte er voll freudiger Jugend, pfiff über den See, zwischen den vielen Inseln hindurch, durch das karstige Felsland drumherum, auf welchem sich karge Kiefern mit kümmerlichem Wuchs ins Geröll krallten. Dann genoss der Windgeist seine Freiheit, jubelte, lachte und riss Laub in die Höhe und Wellen in den See. An anderen Tagen aber wehte er schwach, an manchen verblieb er ganz in seiner Höhle über dem See. Jahr ein und Jahr aus ging es so. Er konnte sich noch an den weisen Engel Mortus erinnern, der ihm seine Aufgaben erklärt hatte, und dies war das letzte Gespräch mit einem der fernen Wesen gewesen. Mortus hatte versprochen, wiederzukehren, aber dieses Versprechen lag lange zurück. Seitdem tat Shilonomen, was verlangt war. Er spürte, welche Richtung er gehen sollte und folgte dem. Er spürte die verlangte Geschwindigkeit. Er war nicht unzufrieden, ganz und gar nicht. Einer der schönsten Orte der ganzen gemachten Welt war ihm zugewiesen. Aber nichts geschah. In den Wintern starb das Land, und auch die bunten Inseln wurden kahl. Braunes Gestrüpp blieb zurück, durch das die unsichtbaren Stoffe seiner Sturmeskleidung raschelten. Der See selbst war ein Spiegel geworden. Durch den unsichtbaren Windleib konnte man in ihm hindurchsehen, in den Himmel, in dem sich faszinierende Wolkengebilde formten, welche er mit sich trieb oder auf einen eisblauen Himmel, über welchen starren Schwärme eilten. Im Frühjahr sah er immer, wie tausende grüne Pflanzen ausschlugen. Ihre Lebenskraft erstaunte ihn jedes Mal aufs Neue. Eine Schatzkammer des Formen- und Farbenreichtums wurde ihm geöffnet. Verschlafene Füchse trieben sich schelmisch zwischen den Büschen herum. Die bunten Vögel sangen ein neues Jahr herbei. Der Spiegel schmolz wieder und wich einem neuen Spiegel, den der Brisenhauch mit übermütigem Toben zum Schäumen brachte. Nach dem Frühling küßte die heiße Frau Sommer Muroria. Unerbittlich brannte sie herab, braute in ihrem Kessel Gewitter und Dürren herbei, während sie saftige Äpfel an die Bäume hängte. Die Tiere reckten sich nach jedem Hauch der Sturmesschwingen, um sich zu kühlen, und freudig gab er ihnen von seiner Gabe. Schwül bedrängte die Frau Muroria, und der Sturm eilte oft zu ihr mit weiten Fittichen und nahm ihre gebrauten Gewitter, um sie eifrig über den Himmel zu ziehen. Schließlich kam der Herbst, eine mysteriöse Gestalt, in Rot, Gelb und Braun gekleidet. Unter seinem rastlosen Wandeln färbte sich das grüne Laub. Es wankte, brach herab und wurde von den Böen mitgerissen. Dieser stumme Geselle war jener, der Shilonomens Dienste am meisten in Anspruch nahm. Aber auch er sprach nicht. Und wenn er ging und die alte Mutter mit Frost Einzug hielt, dann war ein weiterer Zyklus vergangen, der Fortschritt, ohne sich einem Ende zu neigen. Eines Tages ergriff eine tiefe Trauer das Herz des jungen Sturmgeists. Wie aus dem Nichts heraus. Sie klammerte sich an ihn und wollte ihn nicht mehr loslassen. Sein Tageswerk tat er weiter. Die Gedanken ruhten in der Ferne. Was war hinter den Bergen, hinter der herrlichen Einsamkeit Murorias, die ihn nun doch zu ersticken drohte? Abgeschiedenheit lag samten ausgebreitet in dieser Welt. Keine Finsternis befleckte den Ort. In der Nacht hörte man Wolfes jaulen, das sehnsüchtig den Mond begrüßte. Die Sterne funkelten, Diamanten gleich, aber etwas schien zu fehlen. Als so Shilonomen weiter seinem Tageswerk folgte, sprach plötzlich der See zu ihm: »Mein lieber Wind, warum bist du so betrübt? Seit Anbeginn der Zeit kennen wir uns. Du bringst den Regen, der mich füllt, und immer waren die Tropfen voller Leben und Glück. Nun trägst du trauernde Tropfen, den Tränen gleich.« Die Luftseele seufzte. »Ach, wenn ich wüsste, was es ist. Ist es Überdruss? Monoton verrichte ich, was zu tun ist. Wirkt die Sonne, so lässt sie mich ruhen, eilt der Herbst heran, treibt er mich zum Wüten. Ein Spielball bin ich, körperlos rausche ich durch die Täler, über dich hinweg und zu den Bergen, von deren Höhe mir die ganze Herrlichkeit Murorias zu Füßen liegt. Aber wozu die Dinge, wozu drehen sich die Jahre um sich selbst? Einst war der Engel Mortus bei mir und sagte mir, was zu tun sei, und diese Dinge tue ich. Jahre um Jahre. Die Welt dreht sich weiter. Alles geht seinen Gang, aber ich bin des Drehens müde.«
Der See wellte sich und es war schwer zu erkennen, ob er Sorge zeigte oder amüsiert war. Nun, so frage dich, mein lieber Wind, ist denn alles gleich geblieben? Bleibt es alles, wie es immer war, oder geht es nicht ein Gang, der die Zyklen überschreitet? Frage dich diese Fragen einmal. Bis dahin, tue, was du willst, wie du es immer getan hast. Ataria zog von dannen und rätselte über die Worte des Sees. Er folgte wie immer seinem Willen, der wuchs, wenn er dem Weltlauf lauschte. Er tat, was er empfand, und diente dem Strom. Aber die nagende Frage wich nicht mehr von ihm. Die tiefe Traurigkeit, denn er war satt geworden von der Speise und keine andere gab man ihm. Stattdessen tat er die Aufgaben, wehte lustlos über die Inseln hinweg, fegte Laub von herbstlichen Bäumen. Auch der bunte Blättertanz verschaffte ihm keine Freude mehr. Was sollte sich geändert haben? Es waren die gleichen Bäume, der immer gleiche See unter einer immer gleichen Sonne. Sicher, die Kräuter änderten sich. Mal war hier ein Löwenzahn, mal war es ein Tabakstrauch. Aber diese Änderungen waren jene, die es immer gab. Es war der immer gleiche Wandel, ohne echte Neuheit. Es gab nichts Neues unter der Sonne und keine Frucht aller Mühe, die bleiben wollte. Das Laub wurde grün, dann gelb, dann braun, dann lag es den Bäumen zu Füßen und wurde ihnen zur Nahrungsquelle, nur um später wieder zu Laub geformt zu werden. Aber Schilonomen berührte es nicht mehr. Der Zauber, den er früher überall verspürt hatte, den hatte er verloren. Das verführerisch Flimmernde in allen Dingen, die Lichtfunken, die aus den Achsen des Raumes sprühten, sie waren verschwunden. War dies die Veränderung? Der Windgeist kehrte zum See zurück, um ihn zu befragen. Ist es das? Es gibt keinen Glanz mehr in der Welt? Ihre Schönheit ist verschwunden? Ist das jene Veränderung, von der du sprichst? Ja, seufzte der See, das Glitzern ist aus deiner Welt verschwunden. Du musst es wiederfinden. Du bist satt geworden, aber zugleich hungert es dich. Die Speise, die du isst, kann dich nicht mehr sättigen. Gesund bist du dem Wollen gefolgt, wie es dein Auftrag war. Aber welche Befriedigung kann ein Wille bringen, der nur das Verwehende will und doch selbst ewig ist? Du musst dich auf die Suche machen, denn mein Spiegel bringt dich nicht zum Ziel. Der See schwieg wieder. Die Rätsel waren mehr geworden, sie wurden immer mehr. Schilonomen streifte weiter durch die Gegend, flog eilends und grübelnd dahin. Jeden Stock und Stein kannte er hier, jeder Baum war ihm bekannt, und was er noch nicht kannte, war doch seinem Wesen nach nicht neu. Was gab es denn, um satt zu werden? Die Elementargeister, die hohen Wesen der Jahreszeiten? Auch sie kannte der Wind, jedes Jahr aufs Neue traf er sie. War es fernab von Muroria, hinter seinen schönen Hängen und den sich endlos ziehenden Landschaften, die nun ein bunt beblümtes Kleid trugen? Aber konnte das, was man dort finden würde, denn so anders sein, dass es ihn nähren würde? Anders geformte Bäume, höhere Berge, buntere Blumen, all das war es ja nicht, was das Herz des Windes begehrte. Aber was begehrte er? Ataria brach in diesem Tag auf. Er folgte nicht mehr dem Willen, der ihn dauernd durchfloß, sondern richtete ihn aus auf ein Leben in der Ferne. Er brauste wild über grauen Karst hinweg und jauchzte laut, als er bemerkte, wie die unsichtbaren Fesseln von ihm abgefallen waren. Die Bande der externen Welt waren abgestreift. Nun war er nur ein Wind. In heftigen Pirouetten drehte er sich hoch zum Himmelszelt, dann schoss er einer Kugel gleich hinab, beugte Schilfrohr und Grashalm, streichelte Laub von den Bäumen und reife Äpfel sacht zu Boden. In diesen Hinterlanden von Muroria, dem Ort Taiseoton, sprechen die spärlichen Bewohner noch bis heute von dem Tag, an dem ein brausender Wind gekommen war. Voller jugendlicher Wildheit und Mythen rankten sich darum. Dies alles aber geschah lange nach seiner Ankunft, und es hätte ihn auch nicht interessiert. Stattdessen genoss er seine Zeit in Taiseoton. Hier sprach nichts zu ihm und er fand Ruhe. Kein Wille zehrte an ihm. In einer Höhle, die seiner alten ähnelte, beschloss der Wind, sein neues Quartier einzurichten. Sie war geräumig, sandig, aber hell erleuchtet. Morgens würde die Sonne direkt hineinscheinen und in den Nächten konnte man die Sterne betrachten. Unter ihm befand sich eine weite Steppe, in welcher dieser Berg wie ein altertümlicher Monolith aufragte. Die Steppe glomm rot im Abendlicht. Dazwischen funkelten klare Teiche, die wie zufällig verstreute Augen aus der Erde lugten. An den weiten Hängen des Monolithen
hatten in den vergangenen Zeiten die geheimnisvollen Druiden Früchte aus Silber und Gold geopfert. Nun aber war nur noch der Dunst ihrer vergangenen Weisheiten verblieben. Der Pilgerer wusste nichts von dieser ehrwürdigen Vergangenheit. Ihre Aura der Einsicht machte sich aber in seinen Seelengewässern spürbar. Ataria nahm dort Platz, blickte lange hinab und badete in der Ruhe. Mondlicht zog herauf und tauchte die Steppe in mystisches Glitzern. Tautropfen wurden zu kühlem Reif, und dieser funkelte dort in den Tälern an den Hängen des Monolithen selbst. Alles blitzte, schimmerte, ein Lichtermeer wurde ausgerollt wie eine Schriftrolle von den Schwingen des Hochgottes Akhenate herabgetragen. Am Morgen erwachte der Luftgeist noch dämmernd, als er bemerkte, dass er beobachtet wurde. »Wer bist du? Weswegen schläfst du in meiner Höhle?« Die ätherische Stimme hallte von den Wänden. Sie kam aus dem Nichts ins Sein gebrochen, flimmerte und glitt zwischen einem hohen Tremolo und tonischem Grollen hin und her. Es war ein anderer Wind, ein ungleich mächtigerer. Der Schlaftrunkene erschrak furchtbar. »Es tut mir leid. Mein Name ist Chelonomen Ataria. Ich bin ein Wind auf der Suche nach dem Funkeln. Es ist mir verloren gegangen. Hier in Thais Heauton hoffte ich, ihn wiederzufinden.« Die Stimme des anderen Windes wurde sanfter. Nun klang sie wie Frühlingswispern zwischen jungen Knospen, gekleidet in das Glucksen der fröhlich geschmolzenen Bäche. »Nun, wenn dem so ist, dann bleibe, solange du brauchst. Mein Name ist Jarlustat. Es geschieht nicht oft, dass ein Wind unseren Monolithen besucht, aber jeder von ihnen wird einmal in seiner Dauer den gewaltigen Stein besuchen. Nun aber muß ich ruhen. Schaue du dich ruhig um, aber tue nichts, denn dies ist mein Reich und nur ich weiß, wie man hier wehen muß.« Jarlustat ging an dem Ankömmling vorbei und legte sich zur Rast. Chelonemann bedankte sich noch freundlich, dann beschloss er tatsächlich noch in der stummen Mondnacht zu wandeln und ihren Zauber zu erkunden. Von der Höhle führte eine Treppe hinab und eine hinauf. Er beschloss, den Weg hinauf zu beschreiten. Die Nacht war kühl, es regte sich kein Lüftchen, denn Jarlustat schlief und wurde nicht gebraucht. Zum Fuß des Monolithen kroch ein weißes Nebelmeer heran, das sich von den vielen verstreuten Teichen in der Steppe nährte, die angedeuteten Hinweise auf den mächtigen Wasserschatz, der unter den Felsen der Steppe gesammelt war. Wie ein gewaltiger schwarzer Dorn inmitten des wollweißen Sees aus konturlosen Schleiern ragte der Monolith hinauf in die unendliche Tiefe des Weltenraumes. Dort funkelten herrlich reine Sterne. Die Myriaden von Tautropfen, die überall auf den glitschigen Felsen und schlingenden, windenden Pflanzen träumten, glänzten in gleicher Pracht zurück, während stumm nach und nach die einzelnen Stufen bewältigt wurden. Um ihn herum entblätterte der Samt der Nacht einen tropischen Pflanzenreichtum. Der süßliche und schwere Duft von Nachteulenblumen, Wanderblumen, Daimoniashörnern und Engelstrompeten wob sich in das Wiegen der feuchten Luft. Manche der Blütenkelche waren lumineszierend. In allen Farben, die der Nacht zugewiesen waren, glommen sie weich wie Ölgemälde. Dieser Zauber lag an diesem Ort. Chelonemann spürte in seinem Innersten, dass dieser Ort ein besonderer Ort war. Er hatte seinen Glanz noch nicht wiedergefunden, der Glanz an diesem Ort war ein anderer. Dieser Moment offenbarte wie ein Blitzeszucken, dass das Funkeln der Welt stets sein Inneres gewesen war. Sprühende Funken, die er in die Welt hineingelegt hatte. Etwas in seiner Wahrnehmung hatte ihm diesen Zauber eröffnet. Hier aber war es ein Glitzern und Funkeln außerhalb seiner selbst. Es war da und unübersehbar. Wohl aber war es nur ein Glitzern an diesem heiligen Ort, und wenn er ihn verließ, wäre die Welt wieder nur grauer Wandel, bestrebt hin auf nichts als eine Verlängerung des Immergleichen hin in die Ewigkeit. Solange die Räder der Zeit sich drehten und die Zyklen ineinander griffen, solange würden die Jahreszeiten einander fressen und das Alte ins Alte münden. Erneut ergriff die Trübsal Chelonemann auf seinem Weg den Monolithen hinauf. Ja, das Funkeln war verschwunden, aber war das der Grund seiner Trauer? Oder war die Trauer nicht zuvor gekommen und das Funkeln mit ihr gegangen? Welchen Sinn sollte es haben, sich ewig im Kreis zu drehen, auch wenn es Freude brachte? Es war doch eine Freude, die keine Erfüllung finden konnte. Immer wollte man etwas Weiteres und konnte das Wollen niemals aufhören,
Darum drang man tiefer und tiefer in eine Welt, die in ihrem Grund doch leerer war. Ja, etwas hatte sich geändert. Ataria war nicht zufrieden. Aber diese Unzufriedenheit war kein neuer Zustand und keine tiefere Erkenntnis, wie der See versuchte zu erklären. Es war vielmehr nur ein Erkennen, dass es nichts zu wissen gab, das Erfüllung brachte. Das Singen einer Nachtigall lichtete plötzlich die verdunkelten Tümpel der Gedanken. Bezaubernde Töne gab sie von sich. Sie erhellte die Nacht mit einem Gesang, der nichts ausdrückte als die bloße Freude, sie selbst zu sein. Nichts klang aus ihr, das nicht in ihr war, keine Imitation eines anderen, sondern die von aller Entfremdung geklärte Melodie ihrer Wesenhaftigkeit. Mit den Tönen trat sie aus sich selbst heraus. Sie brach alle Begrenzungen und ihr Wesen schwang auf Äthers Flügeln glücklich in die Stille. Da brach eine Sehnsucht in Chilonomen herein und er lauschte nur noch. Die Noten plätscherten die Hänge herab und besangen die Nacht, den Monolithen, den See aus Nebel zu ihren Füßen in der schönsten Weise, die er je gehört hatte. Natürlich hatte er schon oft die Nachtigallen in Muroria gehört, er hatte sie geliebt. Aber noch nie waren ihm die Noten so erschienen, wie sie es nun taten. Sie quollen über vor Aufrichtigkeit. Sie waren so wunderschön, zwecklos und nutzlos. Einfach nur da, um da zu sein. Und verschwanden wieder, weil sie verschwinden sollten. Hohes Trillern strebte zu den Sternen. Sanfte Molltöne verwoben sich mit dem nachtschwarzen Süßgeduft der magischen Pflanzen. Dann rief eine Eule dazwischen ihr melancholisches Huhn und es sank herab ins Nebelmeer. Ein weicher Teppich des Laubesrauschs floss unter dem virtuosen Thema der Seinhaftigkeit hindurch und erhob es somit auf seinen silbergefiederten Silbenschwingen. Es rundete die scharfen Höhen, goss sie zusammen, die zuvor noch isolierte Einzelinstrumente gewesen waren, ohne sie ihrer Kraft und Einzigkeit zu berauben. Geweckt von dem Konzert der Stille schlugen die Blumen die Augen auf. Sie fügten noch kräftiger ihren Duft hinzu. Synästhetisch drangen Melodie und Geruch zusammen, verbunden vom Rauschen des Laubes und den Schwingen des Windes, so daß alles wogte im Silberlicht eines immer gleichen Mondes. Chilonomen stand nur da, um zu staunen. Dann aber verebbte der Gesang. Die Nacht kehrte wieder zur Stille zurück und Ataria setzte seinen Weg an die Spitze fort, noch rätselnder als je zuvor. Am nächsten Tag wachte er auf und Jalustat war verschwunden. Er tat wohl sein Tageswerk, denn tief unten in den Tälern hörte man sein wildes Rauschen gealterter Jugend. Sein Gebaren war faszinierend, denn es trug die Narben einer Reise in die Seinslosigkeit, überquoll aber mit so tiefer Freude, dass diese Narben mehr wie eine weitere Quelle der Freude erschienen als eine Minderung derselben. Die Nacht hatte einen neuen Samen in der Seele geboren. Es war nun ein rastloser Drang in ihm, und er konnte die Heimkehr Jalustats nur schwer erwarten. In der Zwischenzeit betrachtete er das Kriechen der Sonne über die Steppe mit ihren weit verteilten kleinen Tümpeln. Es wechselten sich die kleinen Inseln großer Fruchtbarkeit mit dem kargen Ocker dazwischen, und Chilonomen übersah eine Kulisse des Weltgesichts. Neben ihm lachte es aus dem Zirpen eines kleinen Singvogels, der kurz verschnaufte. Er war bescheiden braun gefärbt. Im gelben Schnabel trug er eine etwas zu große Nuss, die er nun eifrig auf dem harten Felsen zerschlug. Die ruckhaften Bewegungen waren so edel, wie sie amüsant waren. Das kleine Tier hatte einen wunderlich reinen Willen. Seine Aufgabe war die Nuss, und diese Aufgabe wurde erfüllt, mit unbegrenzter Leidenschaft. Die ganze Welt hing davon ab, dass der Singvogel den Willen mit aller Kraft erfüllte, und der Vogel, wissend um seine Signifikanz, zögerte nicht, den Plan auszuführen. In diesen hackenden Bewegungen erfüllte der Vogel den Willen, der in ihn geströmt war. Wie bunt und funkelnd musste seine Welt noch sein. Dann gelang es dem Singvogel, die Schale aufzubrechen. Mit dem Blick eines Kenners beäugte er kritisch den freigelegten Schatz zwischen den Schalenbrüchen, nickte kurz und mit dem Ernst des Philosophen bei der Erkundung tiefster kosmischer Geheimnisse nahm er die Nuss an sich und flog davon. Im Tal hörte man Jalustat rauschen. Als der Singvogel aus dem Blickfeld verschwunden war, meinte Chilonomen eine lachende Begrüßung zu hören, als sich die beiden trafen.
Im nächsten Moment, in der nun untergehenden Sonne, eilte Jalustat wie ein Pfeil in seine Höhle hinein. Staub, Laub und eine bunte Mischung von Blumensamen trug er mit sich hinein. Das Gurgeln der Bäche, der kristallklare Klang von tautropfenden tiefen Teichen und Laubesrauschen sang aus seinem ganzen Wesen, bis er wieder zur Stille wurde. »Mein Freund«, rief er freudig zur Begrüßung aus, »ich bin glücklich, dass du noch hier bist. Die Stille dieses Ortes hat schon so manchen allzu früh verjagt, noch vor ihrer Zeit. Nun, ich sehe, du hast viel nachgedacht.« Der junge Sturm bejahte eifrig. In seinem Herzen freute er sich über die Anwesenheit des alten Windes. »Doch worüber ist mir nicht klar? Ich fühle eher, als dass ich denke. Dieser Ort hier ist mir fremd. Die Pflanzen mögen sich ähneln, die Vögel vertraute Melodien zwitschern, aber der Geist des Ortes selbst ist mir unbekannt. Aber zur gleichen Zeit ist er mir viel vertrauter. Hier hat Monotonie und Widerlauf noch keine Kluft zwischen mich und die Welt geschliffen. Weißt du, wovon ich spreche?« Jalustat wisperte mit seinen unsichtbaren Schwingen zur Antwort. Er wusste es. Er war ein alter Wind. Die Wunden seiner Fröhlichkeit zeugten von einer langen Geschichte, die hinter ihm lag. »Das Fremde ist uns eben näher. Wie willst du etwas Neues lernen, wenn du bereits entschieden hast, das Alte völlig zu kennen? Oh, in fernen Ländern gibt es Lebewesen, die wie wir sind, nur dass es nicht ihrer Natur entspricht. Sie rauschen und rauschen und suchen, aber finden niemals etwas. Immer, wenn sich etwas Neues enthusiastisch in ihr Leben stürzt, voller Eifer, seine Untiefen zu öffnen, dann nehmen sie ein Wort und fesseln es damit, um es wieder alt und bekannt zu machen. Ist das nicht auch dein Problem?« Jalostat raschelte wieder mit einigen trockenen Blättern über den felsigen Höhlenboden. Schilonderman blickte ihn fragend an. »Ich weiß nicht. Mir scheint nicht, dass das mein Problem ist. Das Funkeln ist verschwunden. Hier sehe ich es wieder. Hier spüre ich den Zauber der Dinge, aber das Funkeln ist ein Äußeres. Diesen Glanz will ich wieder haben.« »Und was wirst du mit dem Glanz tun?« Ataria überlegte. Er hatte vorgehabt, zurückzukehren, nun geriet er aber in Zweifel. Thais Heauton war wunderschön. Die Sonnenaufgänge waren frisch und golden, die Sonnenuntergänge ein weißes, dunkles Rot. Die Farbenteppiche wurden ausgerollt, bei Nacht sanken sie in Indifferenz. Jede Nacht erhob sich dann aus diesem Meer der Ununterscheidbarkeit, der weiße Nebel, wellte sich zu einem langen Schleier, der den gewaltigen Monolithen bekleidete. Diese Welt war eine wundervolle. In jedem Blatt lag ein Zauber inne. Jalustat schien seine Gedanken zu erraten. »Das ist es, was ich meine. Es geht nicht um den Glanz allein. Den Glanz verliert man nicht, ohne auch etwas anderes verloren zu haben. Und solange du an diesem Ort alleine suchst, wirst du nur einen äußeren finden. Aber du kannst nicht auf ewig im Licht deiner Vorgänger baden. Du kannst nicht auf ewig einen alten Wein trinken. Bleibe noch hier und forsche weiter, du bist noch lange nicht am Ziel.« Mit diesen Worten zog sich Jalustat in die Höhle zurück und überließ Schilonomen seinen Gedanken. Noch schien die Sonne in ihrem blutigen Abendrot, sich auf den Schlummer freuend. Solange sie aber am Himmel stand, wagte er den Aufstieg nicht. Weswegen er es nicht wagte, wusste er nicht, aber der Schleier der Nacht und das Säuseln lauer Sommernachtswinde würde ein sanfterer Gefährte sein. Der gegenwärtige Rhythmus wiederholte sich zuverlässig. Tagsüber tanzte, wirbelte und wehte Jalustat durch die Ebene, manchmal schoss er die steilen Hänge des Monolithen hinauf. Rauschend wie Beifall empfing ihn dort der Blätterstuck, und ächzend tönte das Baumgebälk unter der Kraft des entflammten Willens, der aus dem Inneren strömte wie Wasser aus einer jahrtausendealten Quelle. Schilonomen ruhte während dieser Stunden. Das Tageslicht war ihm zu hell geworden und die Nächte zu vertraut. Immer wieder sehnte er das Singen der Nachtigall und der Eulen herbei, das verstohlene Tuscheln von Grashalmen, die seine Wege säumten, und eines Tages beschloss er, auf die Spitze des Monolithen zu gehen. So weit war er bisher noch nie gegangen. Irgendetwas hatte ihn davon abgehalten. Keine Angst, keine Furcht vor großen Gefahren. Was dort oben war, war respekteinflößend, ehrfurchtgebietend, aber kein Grund für Angst. Der Wind wusste nicht, was sich dort an der Spitze der Welt
fast die Kuppeln des ersten Himmels berührend, vor den Augen der Talbewohner verbarg. Wohl aber wusste er, dass dieses vergessene Geheimnis aus alter Zeit keine Angst gebot. Es war kein Spielzeug und würde dem schaden, der es als solches verwendete, aber zu schaden war niemals seine Absicht. Als Jalustar zurückkehrte, teilte Shilonomon ihm diese Absicht mit. Er wartete, dass Jalustar ihn abhalten würde. Der Wind, ermüdet und glücklich von der Arbeit des Tages, bejahte stattdessen freudig sein Anliegen. »Geh hinauf, wenn Furcht dich überkommt, dann harre kurz aus, wende dich mit dem Blick zum Tal und gehe dann erst weiter, wenn die Furcht weitergezogen ist. Ich wünsche dir das Beste.« Mit diesen Worten entließ Jalustard seinen Gast. Er blickte ihm noch nach. Sein Blick war verklärt. Erinnerungen spielten sich in ihm ab. Dann wandte er sich ab und ging ins Innere der Höhle, um Ruhe zu finden. Die Böschung war steil, ihre Treppen glänzten im Tau. Moose und Flechten hatten sie über die Jahre dicht bedeckt, viele Stufen waren zerbrochen und boten Ranken eine Heimat zur Ausbreitung verflochtenen Wurzelwerks. Betörend lag der Duft der Nachtkönigin und ihres Blumenschmucks in der Luft. Parfümierte Taukristalle rieselten zu Boden, als ein kühler Wind durch den Äther schwebte. Shilonomon war bezaubert von der Eleganz dieses vergessenen Weges. Er hörte die Schritte des alten Volkes, das hier vor langer Zeit im Meer der Vorzeiten die Stufen in den Stein gemeißelt hatte, um aufzusteigen. Er konnte es spüren, wie sie zusammen mysteriöse Kräuter auf den Treppen räucherten. Wie sie die Geheimnisse der Welt dahinter sahen, durch die Schwaden von Räucherwerk und Nachtdünsten. Hier hatten ihre Augen erstmals die Andeutung der geheimen Strukturen der Sterne erkannt, die auch Artaria nicht enträtseln konnte. Nur die Götter und das große Licht selbst hatten sie in den tiefsten Tiefen entschlüsselt. All dies sprach aus den Steinen heraus. Lasziv neigten sich kleine Weiden an den Weihern im Wind. Lustvoll wisperte das Gras und aufreizend spreizte sich die Ähre von der Spreu. Das Äußere hatte seinen Dienst getan, nun trat der Kern hervor. Sanft fielen leise Tropfen und befruchteten die steilen Hänge mit ihren Plateaus, auf welchen Wiesen und Weiher gediehen, bis hin zu mangrovendichten Waldgehängen an den steileren Abhängen. Shilonomon trug es die Treppe hinauf. Er sah, wie ihm die Sterne näher kamen, als sich mehr und mehr das dichte Wachstum der Hänge reduzierte. Es schwand, von den dichten Baumgruppen nahm die Höhe Abschied. Dann folgten die dichten Wiesen. Die kargen, aber nichtsdestotrotz bezaubernden Wiesen wiederum wichen. Zuletzt wurde die Anhöhe flacher. Das Plateau an der Spitze des Monolithen nahte. Shilonomon ergriffen die Sorgen und er tat, was Jalustard ihm geraten hatte. Als seine Furcht sich beruhigt hatte, betrachtete er andächtig das Naturschauspiel und ging dabei langsam weiter. Hier wuchsen nur noch Moose und Flechten. Tiefe Ehrfurcht vor dem Kommenden stieg aus der wachenden Nacht auf. Langsam wich auch das Moos, je geringer die Steigung wurde, und es verschwand schließlich, als auch die Steigung verschwand, und sich eine flache Ebene auftat. Es war die Spitze des Monolithen. Sie reichte, wie Shilonomon nun begriff, sogar höher als die Spitze des Baums der sieben Welten. Und was erwartete ihn hier? Nichts. In der pechschwarzen Finsternis, die selbst die Sterne zu schlucken schien, war nichts zu sehen. Keine gewaltige Entschleierung der kosmischen Geheimnisse. Der Vorhang blieb verschlossen. Er wogte im Wind, der aus dem Sturmgeist selbst hervorströmte, aber erhob sich nicht. Welches Rätsel verbarg das flache Hochland vor den Augen des Weitgereisten? Uralte Felsen befanden sich hier, auch die eine oder andere zerbrochene Statue war zu sehen. Alter hatte viele von ihnen zur Unkenntlichkeit verwittert. So mancher schaurig kalte Wind und eisige Regen war wohl über ihnen niedergegangen. Was mochten sie dargestellt haben? Manche Skulpturen erinnerten an Götter, manche an Metaphorisierungen der Elementargeister. Auf wieder anderen sah man Könige, Bilderstrecken gedachten siegreicher Kriegszüge, triumphal mit Gloriakranz gekrönte Generäle gingen vorab und ein Heer von Sklaven folgte ihnen. Aber auch hier hatten Wind, Wetter und Elementargeister sicher schon ihr Werk getan, denn die Farbe blätterte ab. Der letzte Ruhm der Vergangenheit verging vor den Augen Shilonomons.
Dann aber befiel ihn eine Gewissheit. Nein, kein Regen und kein Wind hatten die Relikte der Vorzeit geschliffen. Hier oben trank der Fels kein Tropfen. Und auch kein Lüftchen regte sich mehr. Nicht einmal der Wind selbst konnte hier wehen, denn der Wille dazu entstand in ihm nicht. Wo auch immer er verblieben war, er entstand hier nicht. Nichts nährte diesen Willen in seinem Wachstum. Wie hier auch kein Grashalm zu trinken bekam, konnte auch kein innerer Drang zum Leben erweckt werden. Ataria stand nur da, als Teil einer schwarzen, immer schwärzer werdenden Stille. Meeresrauschen begleitete im Prozess dieses Versinkens zuerst, aber auch das Wispern der Weiten. Das Plateau war nicht mehr die 100 Schritt breit wie zuvor, sondern eine sich immer weiter dehnende und in sich strömende Sphäre. Das Schauspiel war so surreal, dass der Windgeist keine Angst verspürte. Er verspürte überhaupt nichts. Stattdessen schwebte er in der Sphäre ohne Zeitgefühle und Willensregung. Nicht ein einziges Geräusch erklang in der absoluten Totenstille. Das Rauschen der Welt über einem Abgrund der Unveränderlichkeit verhallte, als hätten die Himmelslichter aufgehört, sich zu drehen. Dann plötzlich erschien in der Mitte der Sphäre eine Flamme. Sie hatte dort schon immer gebrannt. Jetzt aber war ihr Schleier gelüftet. Shilonomen wurde von einer heftigen Ehrfurcht gepackt. Ein Teil von ihm strebte weg von dieser wunderlichen Erscheinung, ein noch größerer Teil verblieb. Er heftete die Augen auf den Boden, um die Flamme nicht ansehen zu müssen. Das Lichterspiel ihres Feuers wob Mosaike auf dem Boden, voll von intrikaten Details, und in jeder Spirale, jedem Strich konnte man sich verlieren. Ataria sank in eine dieser Spiralen hinein. Staunend fand er sich wieder in einer Welt voll von ähnlichen Mustern und Spiralen, die die Mosaike weitersponnen, hin zu ihren logischen Schlussfolgerungen. Jede Seele war ein tiefer See, den all die Winde, die über ihre Leibeshaut jagten, nicht bewegen konnten. »Nun verstehst du es«, sprach eine mächtige Stimme, »dunkel und schwer, ohne Richtung oder Ursprung. Sie schwebte und donnerte, drang tief in das Herz ihres Gastes ein.« »Was? Was begreife ich?« fragte er ehrfurchtsvoll. »Du bist am Ort des Nur-Du-Seins. Hier wächst kein Wille. Hier bist du nur. Du warst hungrig, denn du hast nur noch im Außen gelebt.« »Wie kann das sein? War ich nicht viel mehr in mir als je zuvor, als der Glanz und das Glitzer noch die Welt überzogen hatten? Ich will es wieder haben.« Das Feuer bäumte sich zischend zu einem gewaltigen Inferno auf. Erschrocken wich Ataria zurück. Die Flammen verschluckten das ganze Plateau. Sie griffen nach dem fremden Pilger und rissen ihn beinahe in sich hinein, aber wie durch ein Wunder verbrannte er nicht. Inmitten des Feuers explodierten die Farben. Farbwirbel und Glutzungen jagten in rasender Geschwindigkeit an Shilonomen vorbei oder durch ihn hindurch. Er wusste es nicht. Raum und Zeit gab es nicht mehr. Dann gab das Feuer ihn wieder frei. Atemlos lag Ataria da. Seinen Blick presste er auf den Boden, voller Angst, erneut aufzuschauen. Der Anblick würde tödlich sein. »Hier oben hast du keinen Willen, denn nichts kann dir einen geben. Doch was du gesehen hast, ist die Tiefe, der Abgrund. Aber du kannst hier nicht bleiben. Geh und nimm den Abgrund mit dir, dann kehrt auch das Glitzern wieder.« So überraschend wie die Sphäre erschienen war, so überraschend gab sie ihren Gefangenen nun frei. Unschuldig blickten Mond und Sterne herab, als wäre nichts passiert. Shilonomen rappelte sich verwirrt auf. Angst hatte ihn ergriffen. Aber wohin er auch sah, kein Indiz gab es für die rätselhaften Ereignisse, welche er selbst zuvor durchleiden musste. »Hallo?« rief er in die Stille hinein. Keine Antwort kam zurück. Dann sank er einfach auf die Knie. Jede Kraft hatte ihn verlassen, und so blickte er einfach wortlos in die Himmelsweiten hinein. Wie kam es bloß, dass jede Antwort eine Seite in ihm strich, aber keine Harmonie erzeugt werden wollte? Noch immer wollte der Glanz nicht zurückkehren. Der Monolith strahlte, aber es war noch immer der fremde Glanz einer geheiligten Natur, die nichts anderes als sie selbst war. Der junge Sturmgeist blickte weiter ratlos ins Nichts. In sich hörte er noch die Stimme des Feuers. Sie war wohlklingend und schwer wie Gold in ihn eingedrungen. »Gehe und nimm den Abgrund mit dir, dann kehrt auch das Glitzern wieder.« Was bedeuteten die Worte?
An der höchsten Spitze der Welt war sie nun, die fremde Windfee, doch überblickte sie nichts von den Dingen, die ihr gezeigt worden waren. »Geh und nimm den Abgrund mit.« Da kehrte plötzlich mit voller Intensität und Gewalt eine Erinnerung zurück. Wie er über den See brauste, immer und immer wieder, doch in diesem Spiegel nichts sah außer den Himmel. Wie er die Jahreszyklen beobachtete und im Lauf der Blumen zusah. Wie all das rauschte und rauschte, er selbst auch rauschte und rauschte. »Ich muss wissen, was ich wirklich bin«, rief Schillonomen aus. Da war der Wille wieder, nun aber frisch und aus einer grundlosen Quelle geboren. Er rannte los, sprang von der Kante in den Abgrund, riss seine Flügel heraus und flog. Jallostards Warnung war in den Wind geschlagen und völlig vergessen. Das Laub unter ihm brauste mit rauschendem Applaus, als Schillonomen sich hinabstürzte. Nur Augenblicke schien es gewesen zu sein, da tauchte er in das Nebelmeer, wühlte es auf und toste hindurch mit der Freude, die er so lange vermisst hatte. Er blickte herab auf einen der vielen Tümpel. Im schwachen Mondlicht sah man auf dem schwarzen Spiegel die weiße Nebelsee. Zwischen ihren Schleiern sah man die Konturen des Tobens, die Schillonomen hinterließ. Er sah genau, wie seine Bewegungen Formen verursachten, dass der Nebel zurückkehrte und wie ein weißes Brautkleid seine sich immer ändernde Gestalt umschmeichelte. »Ich sehe mich«, rief Ataria voll von tosender, trunkener Glückseligkeit aus. Im Kleid einer Braut und im Schleier der Adligen zeigte sich sein Bild. Erstmals wurde es sichtbar. Da jauchzte die Sturmfee erneut, flog wild entzückt hinauf zum Mond und raste dann davon. Nach Hause. Jallostard hatte das Spektakel von seinem Vorsprung aus beobachtet. Er war nicht zornig darüber, dass sein Freund davonflog, denn sein Gast war nun verändert. Jallostard erwartete nicht, dass er bald zurückkehrte, denn der Wind hatte verstanden, worum es ging. Der Glanz in allen Dingen würde wiederkehren und die Welt in freudigen Farben erstrahlen. In Thais Heauton würden die Dinge wieder ihren alten Lauf nehmen. Das Sprudeln unterirdischer Quellen, die verschwiegene Weisheit alter Tümpel und der unbesteigbare Monolith blieben bestehen in ihrer zyklischen Wiederkehr. Eines Tages aber würde ein anderer Wind kommen, die gleichen Fragen mit sich tragen und seinen Durst am Monolithen stillen. Und wer weiß, vielleicht würde es ein Wiedersehen geben, in Tausenden von Zyklen, um verträumt hoch zum Monolithen zu schauen, zum Nichts, das auch das Viele ist. Derweil kehrte der Pilger zurück nach Muroria. Als er ankam, war er erschüttert. Die kleinen Waldflächen waren ein Schatten ihrer selbst. Kräuter drängten sich zusammen, als würden sie vor Kälte Zuflucht nehmen. Zwischen den kleinen Inselchen, welche sie bildeten, war nur toter Sand und Fels. Noch nie hatte Schillonomen Muroria so kränklich gesehen. Selbst der See wirkte trüb. Orientierungslos trieb der Wind hin und her über die Heimat, die so wenig von dem hatte, was er einst zurückgelassen hatte. »Was ist hier passiert?« wisperte er leise, und die Worte flatterten kraftlos wie ermüdete Schwäne hinweg. Er erhielt keine Antwort. Nicht einmal der See, sein alter Freund, schien ihn noch zu erkennen. Nach einer halben Stunde endete die Suche bedrückt, auf der Sandbank einer Insel. Hier wuchsen noch Weiden, Pappeln und Schilfgräser. Einst war die Insel bunter, vielfältiger gewesen, selbst die Pflanzen hier schienen es zu wissen, denn sie trauerten stumm um ihre verlorenen Gäste, so daß sie den Ankömmling nicht beachteten. »Es war meine Abwesenheit«, dachte Ataria sich bitter. »Ich habe meine Heimat im Stich gelassen. Nun ist sie tot. Nichts antwortet mir hier. Mein Wille entsteht nicht wieder. Ich möchte helfen, aber weiß nicht, wie.« Der See antwortete noch immer nicht. Sein lang verschollener Freund Ataria dagegen versank in Trübsal. Dann fielen ihm die Worte ein. »Geh und nimm den Abgrund mit dir.« Der Abgrund, die weite Leere, aus der alles gekommen war. Nachdem er die Spitze des Monolithen verlassen hatte, war der Wille ihm zugesprungen wie ein Rehkitz seiner Mutter. Sollte er aber den ganzen Weg zurücklegen, nur um erneut hierher zurückzukehren? Schillonomen wusste, dass dies nicht der richtige Weg war. Denn der Weg war weit und auch diesmal hatte er nicht Rat gewusst. »Der Abgrund ist bei mir«, flüsterte er zu sich selbst. »Der Abgrund ist immer bei mir.
Ich muß nicht zum Monolithen zurückkehren, um ihn zu ergründen. Da setzte sich der Wolkenreiter unter eine Weide, im dürftigen Schatten unter einer brennenden Sonne. Er betrachtete den schwachen See, dessen Anblick ihn schmerzte. Er betrachtete die Inseln, die keine Spur ihrer Buntheit mehr bezeugen konnten. Und er spürte die Abwesenheit des stummen Säuselns und sanften Streichelns des Windes, dessen Flügel er einst in Schwingung versetzte. Er fühlte den körnigen Sand, der nach Algen und Fisch roch, und grub seine Füße in ihn ein. Da war noch Leben. Im Sand spürte er ein leises Pochen, der Herzschlag Mororias. In den letzten Zügen lag er. Die Zeit war knapp bemessen, wenn er Muroria noch retten wollte. Er bezwang die bebende Angst mit dem Rat Jalostats. Er blickte hin zu der Bucht, die aus Muroria herausführte, atmete einige Male und ließ die Sturmwellen der Furcht ins Nichts brechen und verebben. Der Pulsschlag war noch immer da. Leise raschelnd klang das kraftlose Laub hinter ihm. Eine leichte Brise strömte von seinen wallenden Gefühlen bereits aus, auch wenn die zarten Windesschwingen kläglich wirkten. Ataria lauschte weiter dem Herzschlag Murorias. Der Rest der Welt verrauschte sacht, indem es zu Musik wurde, die leise begleitete, was im Zentrum lag. Das Herz schlug weiter. Plötzlich spürte Gelonomen den Pulsschlag. Er nahm ihn nicht nur wahr. Das Herz schlug in ihm selbst. Es war nicht weiter der Herzschlag Murorias, es war sein eigener. Der Aufgang und Untergang der Sonne, der Zyklus der Jahreszeiten, das Sterben und Leben, das Drehen des Zeitenrads hin auf einen neuen Horizont, der sich schimmernd schon an den Enden der Welt andeutete, all das wurde zu einem langen Strom, der hin in ein großes Lichtermeer schwomm. Vereint in diesem ewigen Fluss waren all die Dinge, die Zyklen, Kreise und Spiralen, und all dies durchdrang dieser langsame Puls. Jeder Schlag ein Tod, jeder Schlag eine Geburt. Der Wind, das Wehen selbst war Muroria, und er war nichts ohne Muroria. Jeder Flügelschlag war ein Vogelgesang, sanften Brisen ein Schmetterlingstanz. Jeder Sturm der suchende Blick eines Fuchses nach Beute. Da riss der Wind die Augen auf. In ihm war ein Wille erwacht. Der Pulsschlag Murorias donnerte in ihm, als er sich in die Lüfte schwang und wild durch die Lüfte jagte. Voller Freude raschelte das Laub und Wellen lachten vor Entzücken, als sie erkannten, dass ihr Geschwisterchen wieder heimgekehrt war. Jubelnd schwangen sich Blumensamen in die Luft. Schelonomen war wieder zu Hause. Die Jahre gingen ins Land. Eines Tages, als Ataria sich wieder in ein weißes, langes Kleid aus Nebelschwaden gekleidet hatte, überkam ihn der Drang, über den See zu fliegen. Das pochende Herz Murorias in ihm schlug bereits gesünder. Schon im ersten Jahr nach seiner Heimkehr waren die Inseln wieder reicher erblüht und das Wasser des Sees weniger trüb geworden. Aber der See hatte seitdem nicht mehr gesprochen. Nun, als dieser Wille plötzlich in das Herz der Windesseele gelegt worden war, brach der Sturm eilends auf, die Ursache des Rufes zu erkunden. Die Hoffnung war aufgeflammt. Es schien keinen echten Grund zu geben, anzunehmen, dass es einen Zusammenhang gab, nur die Intuition. Etwas im Herzschlag Murorias selbst pochte in diesen Worten. Der Wind trauerte schon lang um seinen Freund, den schweigenden See. Darum flog er sofort in Wasserdunst gewandet hin. Die Felsen Murorias verschwammen zu Farbenteppichen, so schnell trieb dieser Wille ihn voran. Mit Brausen und Freude raste der Sturmbeschwingte dahin, die Wellen tanzten, sie hoben sich ihm lasziv entgegen, drangen in seine Sturmesschwingen und sanken befriedigt ins Urmeer zurück, dessen Mitte Chelonomen Islands anstrebte. Dort angekommen betrachtete er sich. Den Dunstschleier hatte er mit sich getrieben. Spielerisch wand er ihn um die federgleiche Nichtgestalt. Der See sprach nichts. »Hallo?« Keine Antwort brodelte vom Grund des Sees her. Nicht einmal ein paar Luftblasen verrieten eine Absicht zu sprechen. Chelonomen blickte betrübt umher, als erwartete er, den See von der Ferne herkommen zu sehen. Er verspürte plötzlich eine Leere. Der Glanz war langsam wiedergekehrt mit der Stärke des Herzschlags Murorias. Aber was wäre der Glanz, wenn er ohne den Freund den See glitzern würde? Ein Glanz erkauft um die Nähe eines Freundes,
war ein zutiefst egoistischer Gewinn. Hallo. Traurig zerflossen die Silben, weggetragen vom Wellentanz. Es tut mir so leid. Ein Wind hat keine Tränen, er weint innerlich. Sein Herz bricht und tropft das Blut von tausend Jahren Einsamkeit. Denn Winde kennen das Alleinsein, ereilt sie aber die Einsamkeit, ist der Schmerz ein unbegreiflicher. Ataria wollte gerade umkehren, um die Schmerzen im Rückzug in die Höhlen zu lindern, als er auf einmal ein Blubbern hinter sich hörte. Mit zerflossenen Augen, im Wolkenschleier verborgen, riss er herum und sah, wie Wellen und Lichterspiel auf dem See zärtlich ein Gesicht woben. »Sei gegrüßt, alter Pilgerer! Ich freue mich so, dich zu sehen, mein rastloser Geist!« Ein Lächeln tat sich auf. Es war strahlend, die ganze Sonne hatte in ihrem Glanz darin gebadet. Funkelnd wie Sterne waren die Augen, die bis in die seelentiefen Chilonomens drangen. Er war sprachlos. Die Freude und Erleichterung hatten ihn gepackt, dass er nur schweigend in der Luft verharrte und mit den Augen eines verliebten Mädchens die Züge des Freundes im Wellentanz trank. »Ich verstehe schon«, lachte der See, »aber es war eine schwere Zeit ohne dich. Jedes Land in der Allwelt muss einmal diesen Schritt durchwandeln, viele mehrmals. Aber es ist schwer. Ohne dich sind die Inseln vereinsamt und die Regenzeiten verwirrt. Nichts freut mich mehr, als dich wiederzusehen«, denn ohne dich gibt es uns nicht, und ohne uns gibt es dich nicht. Ist der Glanz zurückgekehrt? Chilonomen schluckte, dann fasste er sich ein Herz. Ja, er ist wieder da. Er kehrt mehr und mehr, je stärker das Herz Mororias schlägt. Es tut mir so leid. Wie schlimm ist es euch ergangen? Ich habe meine Pflichten vergessen, die mir Mortus aufgetragen hat. Nein, sag das nicht. Du hast den Abgrund gefunden. Früher hast du dich in mir gespiegelt und verzweifelt nach dir darin gesucht. Siehst du dich jetzt? Chilonomen lachte. Er jauchzte vor wilder Freude. Natürlich, denn ich sehe dich und darin mich. Ich sehe die Inseln und die Spiegelung der Himmelsdächer, bei Nacht das Sternenlächeln und das Laub, das Träumende. In all dem bin ich und all das ist in mir. Ich kann mich nicht mehr sehen ohne alles andere nicht ohne mich. Den Wolkenschleier meiner Selbstheit trage ich aus Freude an ihrem Stoff. Wie konnte ich all das früher nicht sehen? Mein Wille war nur das, was die Welt von mir brauchte. Ihr erzeugt mich und ich erzeuge euch. Jetzt ist alles klar, aber warum war es mir früher nicht bewusst? Der See lächelte gütig und weise. Das ist einfach zu erklären und doch das Schwerste zu begreifen. Du hast nur im Außen gelebt. Die Welt war für dich ein stummer Ort, den du verwalten musstest. Damit aber hast du auch aufgehört, dich selbst zu kennen und zu lieben. Du musstest deinen Abgrund finden, damit das Äußere in dein Inneres dringt. Ataria rätselte. Du wusstest also, was mir fehlt? Weswegen hast du es mir nicht einfach gesagt, dann wäre Mororia viel Leid erspart worden. Nein, das wäre es nicht. Diese Dinge muss man erleben. Worte darüber hätten dir nur die Illusion gegeben, verstanden zu haben. So ist es auch mit vielen Weisen, die die Menschen ihre Heiligen nennen. Sie leben vom Glanz anderer und können die Gedanken ihrer Vorväter hervorragend zitieren, aber ohne Erleben ist es nur ein weiterer Gedanken in einem Meer von Windhauch, der den Glanz niemandem sichtbar macht. Du wärst ein Asket geworden, ein seelischer Krüppel, der seinen Seelenleib versucht, in den Sarg eines anderen zu quetschen. Aber du wärst niemals du, das Einzige, was du sein musst. Siehst du, alle Klugen denken, sie müssten etwas tun, aber schau auf die Inseln. Die Blumen, Bäume und Sträucher, Vögel und Käfer machen nichts, als sie selbst zu sein. Sind alle nichts als das, was sie sein sollen, ergibt sich eine Ordnung von ganz alleine. Sie braucht keine Gewalt, um aufrechterhalten zu werden, keine Züchtigung, um zu funktionieren. Sie ist einfach da. Du sollst nicht dem nacheifern, was ich erlebt habe, du sollst selbst erleben, was ist. Derjenige, der die Welt annimmt in all ihren Facetten und keine weniger liebt als die andere, nur derjenige kann auch in einen Abgrund springen, um von dort in Fülle wieder aufzustehen. Wir wollen nichts als dich, Ataria. Du sollst kein zweiter See sein, darum musstest du selbst gehen. In den Augen des Windes brannten die Tränen.
Leises Schluchzen aus Rührung drang aus seinem Wolkenschleier hervor, in dem er sich verbarg. »Der Schleier ist wirklich schön«, lachte der See, und Chelonimen brach nun vollends in Tränen aus. Danach unterhielten sich die beiden alten Freunde noch sehr lange. Viele der Dinge, über die er gerätselt hatte, fügten sich klar zusammen wie Mosaiksteine. Die Sonne neigte sich schon, ihre Reflexionen wandelten sich von gelbweiß hin zum veredelten Gold, zu einem Tiefrot der Fülle eines Tages, der reif war, gepflückt zu werden. Als der Sturmgeist schließlich müde wurde und sich zum Gehen wandte, wusste der Wind, dass er endlich zu Hause war.